Ja, hallo, ich bin der Wari und mittlerweile gibt es ja einen Haufen neue Gesetze, vor allen Dingen das Waffengesetz. Ich mache mich mittlerweile schon strafbar, wenn ich mit dem Taschenmesser im Zug fahre. Ich habe kein Auto, ich kann nur Zug nehmen, wenn ich unterwegs bin. Ja, wie soll ich jetzt meine Ultraleichtwanderung machen? Stahlkassette mit einpacken und das Messer da drin einschließen. So ein Blödsinn. Was jetzt noch dazu kommt, ist, Panoramafreiheit und Straßenfreiheit soll auch geändert werden. Bisher war es ja so, dass ich, wenn ich ein historisches Objekt filmen möchte, dann darf ich das mit meiner Kamera durchaus machen. Ich darf die in der Hand halten, darf das Objekt fotografieren, filmen, darf mich da vorstellen, darf es erklären und darf das auch in einem monetarisierten Video veröffentlichen. Ich darf sogar die Fotos verkaufen an eine Zeitschrift zum Beispiel. Was ich aber nicht machen darf, ich darf kein technisches Hilfsmittel verwenden, um ein Foto oder ein Video zu machen von einem historischen Objekt, beziehungsweise von einem künstlerischen Objekt. Also wenn jemand eine riesige Metallstatue irgendwo aufbaut. Das alles darf ich aber nur ohne technische Hilfsmittel machen. Wie zum Beispiel einen Stuhl. Darf mir da keinen Stuhl hinstellen, auf den raufklettern und von erhöhter Position ein Foto oder ein Video machen. Das ist verboten. Jetzt sollen Drohnen mit als technische Hilfsmittel mit hineingenommen werden und somit wäre es nicht mehr möglich, dass ich an einem Platz, wo ich fliegen darf mit der Drohne, gibt es ja nicht mehr viele. Das heißt, ich dürfte mit so einem Teil hier kein Video mehr machen vor so einem historischen Gebäude, wo ich fliegen dürfte. Es sei denn, ich möchte diese Aufnahmen nur für mich selber verwenden. Zum Beispiel dann Mama oder Papa zeigen oder so. Wenn ich die Bilder veröffentlichen möchte auf YouTube, wäre das dann verboten. Bei dem Hover, den ich hier in der Hand habe, kommt ja noch eine Besonderheit hinzu. Und zwar, der kann ja auch Tonaufnahmen machen und dieses Flügelgeräusch ausblenden. Das Recht am eigenen Wort mit dazu. Das heißt, wenn der hier an Leuten vorbeifliegt, die sich miteinander unterhalten, dann darf ich die nicht aufnehmen per Ton. Also die Gesetze werden immer heftiger, werden immer schärfer. Ich mache mich strafbar mit dem Taschenmesser. Ich darf keine Aufnahmen mehr machen von denkmalgeschützten Sachen, historische Dinge oder ähnliches mit der Drohne. Ja, was kommt noch? Also, wenn ihr Aufnahmen machen wollt, lest mal die neuen Gesetze alle nach. Es wird immer komplizierter, es wird immer verworrener und langsam reicht's. So, so viel dazu. Jetzt verabschiede ich mich aber von euch. Auf diesem Kanal geht es ja eigentlich um Wildkameras. Ich zeige jetzt noch ein paar Ausschnitte hier von dem Wald hier hinten. Ich hatte hier hinten in dem Wald noch eine Wildkamera. Die musste ich jetzt abbauen. Der Pächter hat gewechselt und ist nicht mehr damit einverstanden. Also muss ich mich danach richten. Ist abgebaut. Und die Aufnahmen, die sie aber noch gemacht hat, die zeige ich euch jetzt noch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dahin bleibt gesund. Ciao. Euer Wari. So, kann ich den nochmal starten? Der Akku war ja fast leer.